Hallo. Wunderschönen guten Abend. Schön, wieder hier zu sein. Danke fürs Erscheinen. Wir hoffen, wir enttäuschen euch nicht. Und für alle, die uns nicht kennen, Christian Schiffer ist Journalist und Experte für Digitalfragen beim Bayerischen Rundfunk, auch für ZDF Info aktiv und gibt das, wie sage ich es richtig, das Bookazine WASD raus. WASD, kann man sich jetzt mal überlegen, warum könnte ein Computerspielmagazin so heißen? Wer weiß es? Wer weiß, für was WASD steht? Okay, sind einige Gamer da? Genau. Schwieriges Publikum. Müssen wir vorsichtig sein. Ich arbeite für Bayern 1 und quer vom Bayerischen Rundfunk. Und wir steigen jetzt auch direkt ein. Natürlich mit der großen Frage, was sind eigentlich Computerspiele? Eine Frage, der wir uns quasi von 360 Grad nähern wollen. Genau, was wir hier sehen ist Pong, also das erste kommerzielle Computerspiel aus dem Jahr 1972. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, was sind eben Computerspiele oder was können sie sein? Können sie ein Kulturgut sein? Hier sehen wir Sissy, die in einem Buch liest. Vielleicht ist es ein Roman, vielleicht ist sie auch lesesüchtig, denn das war ja die große Diskussion damals im 19. Jahrhundert. Der Roman kam auf und plötzlich haben sehr viele Frauen Romane gelesen und viele fanden vielleicht auch zu viele Romane. Die Frauen haben sich dann angeblich nicht mehr um ihre häuslichen Pflichten gekümmert und so weiter. Große, große Diskussion, die Lesesucht. Aber auch das Buch hat es irgendwie geschafft, zum Kulturgut zu werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das bei Computerspielen? Wer würde denn hier im Saal zustimmen, wenn ich sage, ja, Spiele sind Kulturgut? Oh, was für ein fantastisches Publikum. Das ist Deutschland 2016, aber not long ago in a galaxy not far away, it was very much different. Denn erst am 14. August 2008 hat Spiegel Online für alle festgelegt, Computerspiele sind jetzt Kultur. Denn, so hat zumindest Spiegel Online das gesehen, der Bundesverband der Entwickler von Computerspielen ist nach 10 Diskussionen als Mitglied im Deutschen Kulturrat aufgenommen worden. Und natürlich ist das von Spiegel Online, die lieben Kollegen haben das jetzt sehr dramatisiert. Es gibt ja keine Reichskulturkammer mehr, die sagt, Spiele sind jetzt nicht mehr eine Art der Kunst, sondern man hat das aufgenommen und Spiegel Online hat das so interpretiert, aber trotzdem kann man sich an dieser Marke festhalten. Und wir sehen ja durch euer Votum eben, dass tatsächlich etwas geschehen ist und man Spiele eben als etwas ansieht, was auch Geschichten erzählen kann, Gefühle vermitteln kann, wie eben andere Medien auch. Beispiele. Ja, also das sind jetzt Beispiele von Spielen, die im Museum stehen. Also hier oben links ist Asteroids aus dem Jahr 1979. Da oben ist Minecraft, also kennen wahrscheinlich die meisten hier. Sehr, sehr großer Hit, vielleicht das meistgespielteste Spiel überhaupt. Der Entwickler davon hat das Spiel für 2 Milliarden an Microsoft verkauft, hat sich jetzt die teuerste Villa in Beverly Hills gekauft und hat dort irgendwie so 9 Schlafzimmer, twittert aber manchmal, dass er ein bisschen einsam und depressiv ist. Hier unten links sehen wir SimCity. Eine Städtebausimulation steht in der Bibliothek of Congress und so ähnlich übrigens sieht es auch aus, wenn ich Städtebau bei SimCity, also Straßenführung total für den Arsch, es brennt und zu einem Überfluss ist auch noch das Atomkraftwerk in die Luft gegangen. Und hier rechts sehen wir EVE Online, ein Online-Rollenspiel im Science-Fiction-Setting. Einer der größten Kulturexporte Islands. Die Isländer sind so stolz auf dieses Spiel, dass letztens erst in Reykjavik eine Statue enthüllt worden ist, ja, um zu zeigen, wie großartig dieses isländische Spiel ist. Aber nicht jedes Spiel muss ja so großartig sein und ein Kulturgut sein. Natürlich gibt es auch Computerspiele, die Schund sind. Das heißt, Moment, eigentlich, ihr wolltet das noch ein bisschen sehen, ne? Dieses fantastische GIF, was Christian Schiffer hier rausgesucht hat. Beispiele für Computerspiele, die Schund sind. Hier oben links sehen wir Hatred, also ein, kann man tatsächlich sagen, Amoklauf-Simulator. Nicht nur inhaltlich Schund, sondern tatsächlich auch spielerisch. Die polnischen Entwickler haben, glaube ich, sogar irgendwelche Verbindungen in die Neonazi-Szene. Da unten rechts Strip Poker mit, wie hieß sie nochmal? Samantha Fox. Samantha Fox, wo man auch vielleicht mal zu C64-Zeiten irgendwie von der Tastatur ausgerutscht ist und plötzlich hatte man das Spiel plötzlich auf Diskette. Samantha Fox ist gerade 50 geworden. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle.
Hier haben wir River Raid. River Raid war das erste Spiel, das in Deutschland indiziert worden ist, aus dem, ich glaube, 82 entwickelt, 84 indiziert. In der Indizierungsbegründung hieß es, das Spiel sei eine paramilitärische Ausbildung. Die paramilitärische Ausbildung sieht so aus, dass man mit einem Pixelflugzeug über einen Pixelfluss fliegt und andere Pixelflugzeuge und Pixelhubschrauber abschießt. Das fand man damals auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges tatsächlich einfach zu brutal, sozialethisch desorientierend natürlich, aber Gott sei Dank, ich glaube vor einigen Jahren wurde das Spiel begnadigt, also wer sich heute noch River Raid kaufen wollen würde, der dürfte das jetzt legal tun. Ja, und dann haben wir oben rechts natürlich Call of Duty, eigentlich ein klassisches Killerspiel. Moment, da müssen wir unterbrechen. Das wollen wir eigentlich nicht mehr sagen, ja. Das K-Spiel ist ein, K-Spiel ist ein schwieriges Wort, das K-Wort. Wir haben ja unseren Vortrag hier eingereicht, sind sehr froh, dass die Republika uns angenommen hat, dass wir hier bei euch sein können. Aber man hat uns dann darauf hingewiesen, Killerspieldebatte als Wort, so in der Beschreibung eures Panels, könnte ja möglicherweise diese alte Debatte nochmal aufwärmen und Spiele wieder in ein schlechtes Licht rücken. Und auf der einen Seite freut uns das natürlich, dass die Republika uns so viel Diskurs macht. Zu billig, dass sie glaubt, wir könnten also die ganze Spieleindustrie jetzt wieder schlecht reden. Auf der anderen Seite wollen wir uns dem nicht verschließen und sagen, okay, wir sagen das Wort nicht mehr. Also bitte, auch wenn ihr Fragen stellt, wir sagen jetzt nur noch K-Spiel und dann haben wir diese Problematik schon mal nicht mehr. Aber gut, machen wir weiter. Und stellen uns jetzt wieder ernsthaft die Frage, meine, Kulturgut ist ja so das eine, Kulturgut kann ja alles Mögliche sein, aber sind Computerspiele denn auch Kunst? Sagen wir mal, es gibt Spiele, die immer wieder als Kunst bezeichnet werden. Hier oben links haben wir Dear Esther, also eigentlich setzt es auf klassische 3D-Grafik, wie man sie aus K-Spielen beispielsweise auch kennt. Man geht in diesem Spiel über eine schottische Insel und kann eigentlich nicht viel machen. Also man kann nicht springen, man kann nicht laufen, man kann nicht reden, man kann nichts nehmen und man kann natürlich auch nicht schießen. Aber es ist so ein bisschen digitale Poesie und das ist für diese Art von Spiel, die tatsächlich in einer Nische relativ populär ist, hat sich auch der Begriff Walking Simulator etabliert. Hier unten sehen wir ein Spiel, The Path hieß das, ist von einem, glaube ich, belgischen Künstlerehepaar. Es ist so ein bisschen so ein Rotkäppchen-Märchen. Man soll der Oma irgendwie ein Geschenk bringen, das kann man machen, dann ist das Spiel nach 5 Minuten vorbei. Oder man kann sich verlaufen, dann erst findet man die Geheimnisse dieses Spiels raus. Das fordert einen eben dazu auch zu verlaufen. Gut, und da oben haben wir Flower, da geht es so ein bisschen, da hat man so den Controller eigentlich wie so ein cooles so Motorrad, Lenkrad ist es ja nicht, so Motorrad-Dings irgendwie in der Hand und saust über so eine Blumenwiese, die man dann bestäuben kann. Ja, und hier rechts ein Spiel, The Mountain, wo man einen Berg spielt. Also ein bisschen Entschleunigung vom harten Arbeitsalltag, einfach mal einen Berg spielen. Das muss Kunst sein. Auch dies eine wichtige Frage, sind Computerspiele Kitsch? Ja, das ist übrigens mein Lieblings-GIF. Ich möchte kurz das Augenmerk auf diese Sackkarre hier lenken. Ganz hervorragend, was sich der GIF-Künstler hier hat einfallen lassen. Kitsch ist natürlich nicht ganz einfach zu definieren. Eine Definition, die man wählen kann, ist, dass Kitsch industriell gefertigte Kunst ist. Also das Auerhahn-Gemälde, was vielleicht bei der einen oder anderen Großmutter hängt, das ist industriell gefertigte Kunst, ist Kitsch. Oder auch das ein oder andere Bild, was man sich in großen Möbelhäusern kaufen kann, das ist eben auch industrielle gefertigte Kunst und damit Kitsch. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Spiele dann eigentlich unter diese Definition von Kitsch fallen. Hier sehen wir oben ein berühmtes K-Spiel, Duke Nukem, natürlich Peach von Super Mario, Final Fantasy und Dragon Age. Sind Computerspiele Arbeit? Das ist ja auch diskutiert worden in den letzten Jahren, weil es gibt bestimmte Online-Rollenspiele, in denen man Gegenstände erwerben kann, in denen man bestimmte Dinge tut, in denen man viel Zeit investiert in ein Spiel und wenn man diese Zeit nicht investieren möchte, dann kann man auf eBay einfach diesen Gegenstand kaufen und es gibt dann in irgendwelchen Billiglohnländern Leute, die also das Spiel spielen und irgendwelche Gegenstände craften.
um dann diese Produkte zu verkaufen, diese virtuellen Güter. Unfair gehandelte World of Warcraft-Schwerter. Sozusagen der Videospiel-Sweatshop in der dritten Welt. Das meinen wir jetzt aber nicht, sondern wir meinen eher so Tätigkeiten, die wir gemeinhin als Arbeit wahrnehmen, die aber manche Leute spielen, wie zum Beispiel LKW fahren. Das hier ist Euro Truck Simulator 2. Es soll wohl einer der besten von diesen Simulatoren sein. Es gibt da aber eine ganze Reihe von Spielen. Es gibt also auch noch einen Simulator, wo man Müllabfuhr fährt, Omnibus fährt. Es gibt die Londoner U-Bahn. Man kann Farmer sein. Den Tiefbausimulator hast du vergessen. Tiefbausimulator, es gibt also wirklich und sehr viel. Und Hochseefischen, die Simulation ist auch ganz gut. Ja, das Interessante ist, man kann da sehr viel Zeit drin verbringen. Ich wollte eigentlich ein GIF raussuchen, wo man hier mal im Stau steht. Ich habe keins gefunden. Tatsächlich habe ich dann so ein bisschen in den Foren zu diesem Spiel gelesen und das mit dem fehlenden Stau beschäftigt auch andere Leute und deswegen haben sich Modder zum Ziel gesetzt, mehr Verkehr in das Spiel reinzubringen, damit man da endlich auch mal im Stau steht. Nichtsdestotrotz sagen auch Leute, die das Spiel spielen, dass es unglaublich entspannend ist, warum auch nicht? Und ich meine, wenn man in so einem Truck sitzt, was macht man da so, damit die Immersion, das Gefühl, dass es real ist, besonders groß ist? Man macht das Radio an und passend dazu ist es jetzt kein Witz. Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen, ich arbeite ja auch bei Bayern 1 und da hat ein Ralf geschrieben ans Bayern 1 Studio: Hallo, ich bin seit einiger Zeit begeisterter Truck Simulator Gamer auf dem PC, dort besteht die Möglichkeit während der Fahrt Radio zu hören. Ausgerechnet der Bayern 1 Livestream funktioniert nicht. Vielleicht könnten mir da Ihre Techniker einen Tipp geben. Sehr hübsch. Ich habe das an die Technik weitergeleitet. Ich hoffe, Sie haben... Techniker ist informiert. Genau. Aber es muss ja nicht die Truck-Simulation sein. Genau, also wer jetzt sagt, irgendwie so einen Berg zu spielen, das ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen zu viel Dynamik. Für den gibt es eine regelrechte Welle an Bonsai-Simulatoren, die seit einigen Jahren über die Games-Kultur sozusagen hineinbricht. Tatsächlich auch ein großer Trend der letzten Jahre. Bonsai-Simulatoren sind nicht alle gleich gut, also sowohl grafisch als auch was sozusagen realistisches Wachstum und Möglichkeiten der Bonsai-Pflege anbelangt, gibt es da viele Unterschiede. Also auch hier Augen auf beim Spielekauf und damit sind wir jetzt auch unserem Service-Gedanken hier ein bisschen treu geblieben. Sind Computerspiele Sport? Das ist natürlich eine Frage, die oft damit beantwortet wird, ja, es gibt ja jede Menge Sportarten, die wir aus dem wirklichen Leben kennen, die wir auch virtuell spielen können, also hier links unten, FIFA zum Beispiel, aber es gibt halt auch viele andere Spiele, die im Sinne von Sport gespielt werden, damit meine ich, sie werden als Turnierspiel gespielt, sie werden in Ligen gespielt, es gibt hohe Preisgelder, hier sehen wir jetzt die erfolgreichsten E-Sports-Games, links oben StarCraft 2, rechts oben Counter-Strike Global Offense und rechts unten Dota 2, League of Legends hätte man noch zeigen können. Das Interessante ist, dass, also es gibt in Deutschland die Electronic Sports League, die veranstaltet in Köln jedes Jahr ein sehr großes Counter-Strike-Turnier mit Preisgeldern von insgesamt $250.000 und die hatten bei ihrer letzten Veranstaltung auch so 22.000 Besucher in der Lanxess Arena und 1,3 Millionen Zuschauer im Livestream, also nicht so ohne. Ein Vertreter von der Electronic Sports League hat gesagt, wir sind jetzt etwa so auf dem Niveau von Tischtennis und Volleyball und steigern uns so langsam nach oben. Wenn man international guckt, sind wir da allerdings schon ganz oben im Spitzensport angekommen. Also zum Beispiel bei Dota 2, diesem Spiel hier rechts unten, gibt es ein Turnier in Seattle. Da ist das Preisgeld für das Gewinnerteam liegt bei $6 Millionen. Mal zum Vergleich, ein Wimbledon-Gewinner, Tennis Wimbledon, bekommt $3 Millionen. Was kann man noch sagen, warum Spiele jetzt Sport sind? Sky, der Fernsehsender, überträgt dieses Jahr zum ersten Mal FIFA, die virtuelle Bundesliga, und zwar das Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den 15. Mai rum. Und die virtuelle Bundesliga, mein Gott, was ist das? Also das kann man durchaus ernst nehmen, die sind auch offizieller Teil der deutschen Fußballliga. Und noch ein Argument, warum Spiele Sport sind, es gab schon Wettskandale und auch
Dopingskandale. Doping? Wie kann man eigentlich bei E-Sport dopen? Hat jemand eine Idee? Ja, noch ein bisschen mehr als Energy Drink? Richtig, Adderall und Ritalin, also Medikamente, die eigentlich gegen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom eingesetzt werden. Wenn man halt gesund ist und die nimmt, dann kann man sich, so sagen einige Gamer, noch besser konzentrieren und dann eben erfolgreicher sein in solchen E-Sport-Turnieren. Seit letztem Jahr geht die ISL, auch mit Dopingtests dagegen vor. Genau, also die internationale Dopingbehörde WADA hat sich mit denen dann kurz geschlossen. Vielleicht noch ein Argument, es kaufen sich mittlerweile auch Scheichs so Teams. Also wer sich halt keinen Fußballverein leisten kann, kauft sich halt auch ganz gerne mal so ein E-Sports-Team. Also, wie ist die Lage? Wir sind breit aufgestellt, vom Karspiel bis zum Bergsimulator, nun ist die Frage, wie ist die Lage? Hier haben wir ein Bullshit-Bingo mal gemacht zur Gamescom, wo wir so verschiedene Begriffe aufgezählt haben, die in keinem Artikel zur Gamescom irgendwie fehlen dürfen. Die legendäre Publisher-Party, das Business Center, Mobile, Virtual Reality und so weiter und so fort. Ganz wichtig, Computerspiele sind endlich erwachsen geworden, immer wieder gern gehört. Und natürlich, der wichtigste Satz für einen Gamescom-Artikel, Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, also so eine zweiminütige Google-Recherche gemacht und den ältesten Artikel, den ich gefunden habe, wo dieser Satz vorkam zu Computerspielen, stammt aus dem Jahr 1998. Man kann also konstatieren, dass Computerspiele jetzt eigentlich schon seit fast 20 Jahren immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und das ist doch, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Und wenn Sie erwachsen geworden sind damals, ist die Frage, wann gehen Computerspiele eigentlich in Rente? Okay, den schneiden wir raus. Genau, zur Lage, die Wirtschaft brummt, das weiß man, mit Computerspielen wird sehr, sehr viel Geld verdient, da gibt es immer ein paar Missverständnisse, wird zum Beispiel immer gerne behauptet, dass mit Computerspielen mehr Geld verdient wird, dass Computerspiele mehr Umsatz machen als Hollywood, das ist nur so zum Teil richtig, also stimmt, dass mit Computerspielen mehr Geld gemacht wird als mit Kinotickets und zum Teil auch mit DVD-Verkäufen und Streaming, aber die Verwertungskette eines Films ist natürlich noch sehr viel länger, Stichwort Fernsehen, also es stimmt nicht ganz, aber natürlich ist es so, dass es ein wachsendes Segment ist, vor allem international. Aber was ist mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen? Genau, das ist ja die entscheidende Frage, weil wir wollen ja nicht irgendwie diese ganzen Karspiele haben, sondern wir wollen ja die ganzen tollen Indie-Spiele haben, die ganzen tollen Bonsai-Simulatoren, die Bergsimulatoren, die Spiele, wo man über eine schottische Insel geht. Also kurz, Spiele, die vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen. Und da stellt sich eben die Frage, wie ist es eben bestellt um die kleinen und mittelständischen Unternehmen, also um die kleinen Indie-Klitschen, die dann so ihre Idee umsetzen. Und da ist halt ganz spannend, dass es in Deutschland ja mittlerweile auch eine Förderung von Computerspielen gibt, die aber sehr, sehr klein ist. Also nur ein Zahlenbeispiel, in Bayern werden Computerspiele mit 500.000 pro Jahr gefördert und die Filmförderung liegt dieses Jahr 2016 bei 24,5 Millionen. Also da kann man schon sehen, so die Förderung der kleinen und mittelständischen Unternehmen könnte vielleicht ein bisschen großzügiger ausfallen. Aber immerhin, die Anerkennung war noch nie so hoch. Das ist so beeindruckend, dass Christian erstmal einen Schluck Wasser trinken muss. Ja, das stimmt ja auch. Ne? Also ich meine, es wird ja mal in das ein oder andere Feuilleton, tut mal für Computerspiele eine Seite freimachen und es gibt überall Kongresse und es gibt überall nette kleine Kunstfestivals und wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, ich spiele irgendwie irgendwelche Computerspiele oder sowas, dann ist das halt kein Makel mehr, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz polarisieren wir auch noch, also wir, die Gamer, die Computerspielwelt, hier sehen wir eine Visualisierung der Gamergate-Debatte auf Twitter. Pro und Contra und die Verlinkung zwischen Menschen, die also pro waren in ihren Tweets, ist, wie man sieht, viel stärker oder Contra viel stärker als dazwischen. Also es ist zweigeteilt. Die beiden Lager hatten nicht so viel miteinander zu tun, außer in ihrer gegenseitigen Ablehnung. Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, wenn über etwas diskutiert wird wie Sexismus, Rassismus und so weiter, dann ist das natürlich nicht nur in der Spielewelt immer etwas, was für Empörung sorgt und für Ablehnung und für gegenseitige Ressentiments,
sondern das ist ja grundsätzlich ein gesellschaftliches, großes Debattenthema. Und der Spielewelt natürlich, wo besonders viele weiße Männer glauben, das ist doch unser Thema, das lassen wir uns nicht wegnehmen, war es dann eben noch ein bisschen, war die Auseinandersetzung noch ein bisschen härter. Auf jeden Fall, also ich glaube, es kommt dann auch hinzu, dass sozusagen diese Themen erst gerade entdeckt worden sind von dieser Kultur. Also die Frage Politik oder wie politisch sind Spiele, hat halt bei Computerspielen sehr lange Zeit keine Rolle gespielt. Ja? Es gibt halt politische Bands, es gibt politische Filmregisseure, politische Schriftsteller natürlich, aber so politische Game Designer gab es halt sehr lange nicht. Die gibt es jetzt und eben auch sozusagen bei Mainstream-Spielen, die vorgeben, nicht politisch sein zu wollen, wird jetzt eben auch analysiert, was steckt da sozusagen drin. Und das ist natürlich eine neue Debatte, die man hier noch nicht so gewohnt ist und wo dann tatsächlich das aufeinanderprallt. Und diese Gamergate-Debatte war tatsächlich ein Kulturkampf, der sehr, sehr hart geführt worden ist. Und deswegen kann man auch sagen, wie du es ja eben auch ausgeführt hast, wir stehen eigentlich noch am Anfang. Aber wir sind fast schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genau. Aber was muss man jetzt tun? Nichtsdestotrotz, auch wenn man am Anfang steht, wir haben ja schon einige Jahre mit Computerspielen hinter uns und das besteht natürlich die Gefahr, dass sowas auch vergessen wird. Deswegen der Aufruf, lasst uns die Traditionen bewahren. Wenn man sich jetzt so vorstellt, man kann Bücher zum Beispiel, die kann man in die Bibliothek stellen, in ein Regal und dann kann man kommen und sich das ausleihen und anschauen. Schön, wunderbar, kann man rezipieren. Bei Computerspielen ist es ein bisschen schwieriger, weil man ja immer das System braucht, um ein Spiel abzuspielen. Und natürlich könnte man, wenn man jetzt sagt zum Beispiel Pac-Man, das muss ich ja nicht unbedingt auf so einem Automaten spielen oder ich muss auch keine Spiele vom Commodore C64 aus den 80ern da drauf spielen. Ich kann das ja emulieren, ich kann das als Browserspiel spielen, aber natürlich geht mir dadurch viel verloren. Am C64, das Spielerlebnis hat ja auch sich daraus zusammengesetzt, dass ich mich hingesetzt habe, die Kassette in die Datasette hineingelegt habe und dann habe ich halt eintippen müssen, Load Pac-Man, 8,1 und dann hat das da angefangen zu laden. Das alles fällt weg, wenn ich nicht das ganze System bewahre. Man müsste im Endeffekt also Systeme bewahren, also zum Beispiel auch diese Arcadehallen, die es früher gab, auch in Deutschland, bis das Jugendschutzgesetz angepasst wurde und das in Deutschland verhindert hat. Also viele, die in den 80ern aufgewachsen sind, manche von euch haben sowas vielleicht noch gesehen. Oder als es in Deutschland das nicht mehr gab, da war man dann im Urlaub auf Mallorca oder so. Und natürlich an der Strandpromenade gab es so eine Spielhölle. Und dann hat man sich da wie die Jungs hier die Zeit vertrieben. Und dieses Spielerlebnis, das kann man natürlich auch nur im Museum nachstellen, wenn man diese Automaten da hinstellt. Und auch im Museum wird man vielleicht nicht nachvollziehen können, wie krass das ist, wenn man da irgendwie sein ganzes Taschengeld irgendwie reinbuttert. Immerhin, wenn man das nachstellt, also rein, sagen wir mal, physikalisch, dinglich, würde das ja noch gehen. Aber es gibt auch Spiele, wo es überhaupt nicht mehr geht. Nämlich Spiele, die erst dadurch zum Leben entstanden sind, weil man sie mit vielen anderen Multiplayern online gespielt hat, wie in diesem Beispiel. Genau, das ist Star Wars Galaxies. Das war so ein Online-Rollenspiel im Star Wars-Universum. Habe ich Star Trek Galaxies gesagt? Also Star Wars. Star Wars auf jeden Fall, ne? Das war von Sony und das war jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber schon ganz okay. Man konnte dort irgendwie eigene Häuser bauen und so weiter. Und es war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber hatte so seine 300.000 Spieler. Aber irgendwann hat Sony nach 7 Jahren gesagt, sie ziehen jetzt den Stecker. Also die Lizenz lief irgendwie aus und man wollte irgendwie was anderes machen. Und dann hat man gesagt, in einem halben Jahr wird diese Welt von Star Wars Galaxies untergehen. Und es ist relativ interessant, was dann passiert ist nach dieser Ankündigung, weil man sich auch vorstellen kann, wie es vielleicht wäre, wenn in der echten Welt die Welt untergeht. Nämlich, die Leute waren erstmal total schockiert. Dann haben sie angefangen, ihr Zeug zu verschenken. So, hey, diesen Blaster, den wolltest du doch schon immer mal ausprobieren. Hier hast du. Und als dann dieser Weltuntergang immer näher rückte, war es dann so, dass sich die Leute dann, die Spieler, in der Kantine versammelt haben, also in dieser Star Wars Bar, sich dort betrunken haben und dann gewartet haben,
bis ihre Welt untergeht. Es gab noch so ein paar Führungen vorher, so durch die Städte, so das haben wir damals gebaut und so. Und irgendwann ging es unter und dann kam dieses Feuerwerk, bis man dann keine Eingabe mehr machen konnte. Und nach circa 10 Minuten wurde man dann auf den Desktop zurückgeworfen. Natürlich, dieses Spiel gibt es noch in irgendwelchen RIPs, aber dann läuft man halt irgendwie alleine durch diese Star Wars Welt. Und das ist natürlich nicht das Spielgefühl, was es damals gab, und tatsächlich ist von dieser Welt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, außer eben solche Videos und eben Screenshots. Und das ist natürlich ein Problem, nicht nur bei Computerspielen, sondern immer bei digitalen Artefakten, ja. Und umso wichtiger ist es aber dann vielleicht zu dokumentieren, was in dieser Welt passiert ist. Jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft und alle von euch, die Gamer sind und in den letzten Jahren sich gelangweilt haben, weil die Spiele irgendwie immer das Gleiche waren, vielleicht grafisch ein bisschen besser, aber so viel ist irgendwie nicht passiert. Naja, Bergsimulator und so. Okay, also Bonsai-Simulator, Bergsimulator und der Euro Truck Simulator 2 mit dem Staumod, klar. Aber abgesehen davon, da ist jetzt halt die Frage, was ist jetzt das nächste große Ding? Und es ist relativ offensichtlich, auch wenn man hier über die Republika läuft, das nächste große Ding, was könnte es sein? VR! Genau. Vielleicht machen wir zunächst den kurzen Rückgriff. Das kennen wir doch irgendwoher. Das gab's doch schon mal in den 90ern. Genau, das ist hier der Virtual Boy. Das ist einer der größten Flops von Nintendo. Wurde gemacht von dem Menschen, der den Game Boy erfunden hat, ein gewaltiger Flop, aber nicht der einzige Flop in den 90er Jahren, wenn es um Virtual Reality geht. Wir erleben ja gerade sowas wie den zweiten Sommer der Virtual Reality und eben Anfang der 90er, das war sozusagen der erste Sommer der Virtual Reality. Und also jetzt nicht beim Virtual Boy, sondern bei den anderen Helmen, man muss wirklich von Helmen reden, also nicht von Brillen, da war das dann so, das Ding kostete irgendwie ewig viel Geld, so 1500 Mark. Und dann gab es 3 Spiele, die das unterstützt haben. Es sah dann scheiße aus. Und zu allem Überfluss ist einem so schlecht dabei geworden, dass viele Leute, die sich diese Helme übergestreift haben, vorher erstmal Pillen gegen Seekrankheit nehmen mussten. Und ganz erstaunlich hat sich Virtual Reality damals nicht durchgesetzt. Aber jetzt. Ja, aber jetzt. Haben wir links oben haben wir das Modell von Samsung, rechts oben Sony PlayStation, links unten Oculus Rift von Facebook und links unten, ja, und rechts unten HTC Vive, also diverse Anbieter, die es versuchen wollen. Man kann das so ein bisschen unterscheiden, es gibt halt so diese Mobilgeräteanbieter, die einfach sagen, wir haben halt so eine Brille, da steckt man ein Handy rein und da geht dann irgendwie schon was, und wir haben halt die HTC Vive und die Oculus Rift und die von PlayStation, die etwas ausgefeilter ist, die also auch fest montiert ist und noch ein paar Sensoren drin hat. Und es sieht jetzt wirklich so aus, als würde es diesmal klappen. Zum einen, weil eben diese skizzierte Langeweile ja da war, es muss irgendwie was Neues passieren, und weil wir jetzt auch die Situation haben, also gerade wenn wir Sony angucken, Sony hat 40 Millionen PlayStation 4 verkauft und wirft jetzt ab Oktober diese Virtual Reality Brille auf den Markt, die auch im Vergleich zu den anderen Systemen zu einem Kampfpreis von 399 Euro rauskommt, und ich brauche dazu keinen neuen PC kaufen, keinen Gamer-PC wie bei Oculus Rift oder bei der HTC Vive, sondern ich brauche nur eine PlayStation 4, viele haben die halt schon. Sony wird 50 Spiele vorstellen bis Ende des Jahres und wir gehen davon aus, das wird das nächste große Ding. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das glauben könnt, hier auf der Republika findet ihr ein paar Anbieter, wo man solche Brillen ausprobieren kann. Und da auch die unterschiedliche Qualität so ausprobieren kann von Samsung und von den anderen. Der Test, den ich gemacht habe, kann ich schon sagen, also schlecht ist mir nicht geworden, aber es ist tatsächlich sehr eindrücklich. Wenn man eben in so einer, wenn man die Brille aufhat und vor einer Wand steht, es ist wirklich, man möchte da nicht durchgehen, ja. Es ist, es macht etwas mit einem. Und das ist auch eine Frage, die wir uns jetzt noch ein bisschen genauer stellen wollen. Was macht das mit einem? Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen sagen, was das auch für die Spiele an sich bedeutet, weil es gibt ja jetzt schon auch ein paar Spiele, bei der HTC Vive gibt es so eine Anwendung, da kann man mit Planeten Basketball spielen, so im eigenen Zimmer, aber es gibt auch einen kleinen Boom der Weltraum-Shooter, und das hat einen ganz einfachen Grund, weil man halt in so einem Weltraum
in so einem Raumschiff halt sitzt, ja. Und in der virtuellen Realität sitzt man dann auch. Es ist halt ein Vakuum und es ist halt besser als bei so einem Shooter, wo man halt geht in der virtuellen Realität, aber halt im realen Leben halt sitzt, ja. Also es hat jetzt schon einen Einfluss sozusagen auf die Genres und formatiert die auch ein Stück weit. Stellen wir aber nochmal eine moralische Frage. Machen uns VR-Spiele zu besseren Menschen? Hoffentlich. Und es gibt Spieledesigner, die Spiele vorstellen, die tatsächlich, also die das nahelegen, dass sowas passieren könnte. Hier haben wir so ein Beispiel. Genau, also das ist Outcasted. Das ist, glaube ich, ein Studentenprojekt, wenn ich mich nicht täusche, aus Köln. Da schlüpft man in die Haut eines Obdachlosen. Und man sitzt dann eben am Straßenrand und versucht dann irgendwie Geld zu erbetteln. Die Leute gehen vorbei, beachten einen nicht. Das transportiert sich natürlich nicht, das ist das große Problem der Virtual Reality. Man kann es so sehen, aber wenn man, also natürlich, die Immersion ist natürlich viel größer, wenn man die Brille auf hat, die Größenverhältnisse sind andere und man kann tatsächlich so ein bisschen sich in diese Situation hineinfühlen und sich durchaus dieser Situation annähern. Und wenn wir natürlich über die Frage reden, ob Virtual Reality die Menschen besser ist, dann ist es natürlich schon was ja auch in anderen Zusammenhängen sehr viel diskutiert wird, dass uns diese Technologie möglicherweise empathischer macht. Und da gibt es durchaus auch starke Argumente. Also es gab 2012 beispielsweise dieses Buch, eine Geschichte der Gewalt von Steven Pinker, der gesagt hat, dass die zwischenmenschliche Gewalt im Laufe der Zivilisation immer weiter abgenommen hat. Also so bei so Stämmen war die Wahrscheinlichkeit bei 40%, dass man umgekommen ist durch einen anderen Menschen. Und es hat sich im Laufe der Zeit immer weiter reduziert und er argumentiert so, dass er sagt, das hat auch was mit Medien zu tun. Also mit dem Aufkommen der Schrift waren die Leute in der Lage, Leid aufzuschreiben. Mit dem Aufkommen der Alphabetisierung, mit dem Buchdruck waren die Leute in der Lage, vom Leid anderer Menschen zu lesen, die zu anderen Zeiten gelebt hatten, in anderen Ländern gelebt haben. Das hat dann den Humanismus befördert. Später dann mit Film, Fotografie. Man denke nur daran, welche Rolle die Fotografie bei der Aufarbeitung des Holocaust gespielt hat. Das waren alles Schritte sozusagen, anderes Leben noch begreifbarer zu machen und sich dort hineinversetzen zu können. Und vielleicht ist Virtual Reality ein weiterer Schritt sozusagen in dieser Konstante. Genau. Aber also es ist natürlich jetzt schon mal so eine Sicht zu sagen oder zu fragen, macht das uns zu einem besseren Menschen? Man kann das ja auch ein bisschen anders formulieren. Ändert Virtual Reality unsere Sicht auf die reale Welt? Und ein Genre, jetzt gehen wir mal so ein bisschen aus dem auch den Spielen noch weg und schwenken mal alleine in Virtual Reality. Was immer genannt wird, wenn es um Virtual Reality geht, ist ja Pornografie. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre hier ein Porno, Hentai nennen wir Experten das. Und jetzt, also wir haben die Brille auf und wir sehen das und sehen also Sachen, die es real nicht gibt, die aber genau unserem Geschmack treffen. Ich kann da genau das tun, was ich will, ohne irgendwie mich mit einem nervigen anderen Menschen absprechen zu müssen, was man da macht und so. Keine Schuld, keine Kopfschmerzen. Klingt eigentlich super, außer wenn man die Brille nicht auf hat, weil da könnte das nämlich dann so aussehen. Und es könnte ja auch sein, dass es Leute gibt, die das sehen und sagen, oh mein Gott, was dieser Jugendliche mit dieser Puppe macht, das ist Objektivierung von wahrscheinlich einer Frau. Und das sozialethisch desorientierend. Sozialethisch sehr desorientierend, das wollen wir nicht, weil wer weiß, der erlebt da alles Mögliche in der virtuellen Realität und dann will der das auch real machen und so. Das muss doch verboten werden. Und vielleicht ist die Geschichte aber auch noch gar nicht so zu Ende gedacht, weil diese Puppe, die er da hat, das sieht ja eigentlich recht armselig aus. Und eigentlich spielt sich ja jetzt auch nur in seinem Kopf statt. Er hat ja, abgesehen davon, dass er das jetzt so in seinen Schritt drückt, nicht so viel haptisches Erlebnis. Das muss irgendwie besser gehen und es geht wahrscheinlich dann auch besser. Kluge Leute dachten weiter, entwickelten einen Anzug, mit dem man alle möglichen Dinge tun kann. Und ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, ich sage aber, es wird Diskussionen geben. Menschen werden das anprangern, andere werden es verteidigen, darauf können wir uns in den nächsten Jahren einstellen.
Und dann leiten wir direkt über zur großen Frage, machen uns VR-Spiele zu schlechteren Menschen? Ja, was wir hier sehen, ist ein GIF aus Doom 1. Übrigens möchte ich an dieser Stelle anprangern, dass es viel zu wenig gute GIFs gibt von Doom 1. Doom war nicht das erste K-Spiel, es war auch nicht das erste mit flüssiger 3D-Grafik, aber es war sozusagen das Spiel, was dem Genre des Ego-Shooters zum Durchbruch verholfen hat, weil es sozusagen, man konnte flüssig durch diese Räume gehen. Und dieses flüssig durch Räume gehen, das hat einen regelrechten Realitätsschock ausgelöst. Also man hat das damals gespielt und dachte sich wirklich, so realistischer wird das nicht. Und wenn man dann da durchging, dann hat man wirklich die Kugeln schon hören können. Und das hat dazu geführt, dass damals eigentlich auch sich der Diskurs über gewalttätige Computerspiele verändert hat. Also bei River Raid war es noch so die Frage, ist das gut, dass Kinder irgendwie Krieg spielen und muss das irgendwie sein? Während hier ging es aufgrund dieses Realitätsschocks schon darum zu sagen, trainieren Kinder das Töten. Also eine unglaublich skurrile Vorstellung eigentlich, dass jemand glaubt, nur wenn man an der Maus irgendwas macht, tut man dadurch besser schießen lernen oder das wirklich trainieren. Aber das war die Vorstellung, die sich ja heute auch noch zum Teil hält. Und jetzt stehen wir eigentlich sozusagen vor einem weiteren Übergang. Also wir hatten den Übergang von 2D zu 3D eben bei Doom, diesen Realismusschock. Und jetzt haben wir den Übergang von 3D zu Virtual Reality, also einen weiteren Realismusschock. Hier noch draußen in 3D und dann sozusagen mittendrin. Und wie das aussehen kann, schauen wir uns jetzt an, vielleicht? Nein. Ja gut, macht nichts, dann beschreibe ich das ein bisschen. Also es gibt natürlich schon erste Spiele in VR, wo man schießen kann. Ja, es gibt einen Waffensimulator, es gibt ein Spiel, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Bullet Train, wo man in so einem U-Bahn-Szenario ist und sozusagen lauter Gegner abschießt, die aber relativ gesichtslos sind. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie so eine aufgebrezelte Moorhuhnjagd. Macht nichts, dann machen wir einfach weiter. Egal. Nee, auf Klick wäre es gewesen. Click to play. Egal. Gut. Wir beschreiben es. Bullet Train müsst ihr euch im Internet anschauen. Macht ein Gift draus. Freuen wir uns nächstes Jahr. Aber wie gesagt, also da sind die Gegner noch sehr, sehr, sehr abstrakt eigentlich. Aber es geht auch anders. Genau. Hier sehen wir, wenn es denn jetzt weitergeht. So. Das hier ist ein GIF, nicht an der schlechten Grafik stören, das ist nur, weil ich es in GIF umgewandelt habe. Das ist ein Ausschnitt aus GTA 5, ein bekannter Topseller, Actionspiel, in dem man auch Gewalt erleben kann. Und ein Student hat das Ding gemoddet, und zwar so, dass man es eben mit einer VR-Brille spielen kann. Er hat es allerdings jetzt nur mal so gezeigt, er hat es noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert. Das Interessante ist, er hat sich also die Brille aufgesetzt und hat dann statt mit dem Controller eben sich zu bewegen und zu schießen, hat er das eben mit VR-Brille gemacht, und er hat gesagt, es war furchtbar. Es ist ein ganz schreckliches Erlebnis, es macht keinen Spaß, jemanden zu töten, ihm ist die Kinnlade runtergefallen, waren seine Beschreibungen. Und warum zeigen wir das? Also das Bullet Train, was wir vorher nicht gezeigt haben, aber beschrieben haben, da sind es halt Soldaten, die haben keine Gesichter, die kommen auf mich zu, die haben selber Waffen. Hier sind es halt Zivilisten, ein Zivilist, der auch noch wegläuft, der auch noch schreit und so. Und wenn ich den dann töte und tue das normalerweise bei GTA, ich kann das ja normal spielen mit einem Controller, dann scheint es doch über den Fernseher und den Controller doch recht entkoppelt zu sein. Man kann das machen, okay. Aber wenn ich das mit so einer VR-Brille mache, ist das ein ganz anderes Erlebnis, wird hier beschrieben. Und das wird etwas sein, was sicherlich auch das Game Design bestimmen wird und was unsere Debatte bestimmen wird, die dann auf uns zukommt, wenn solche Spiele verbreiteter sein werden und wenn VR-Brillen verbreiteter sind. Es gibt ja so einen heiligen Gral bei den Game Designern, das ist die Immersion. Immersion ist immer super, also so, dass Leute eintauchen können in ein Spiel und dass sie dann auch vergessen, was drumherum passiert. Aber hier sieht man dann schon auch, dass diese Immersion dann eben auch was sein kann, was beängstigend ist. Und man kann sich jetzt natürlich vorstellen, nehmen wir mal an, also jetzt mal ein Worst Case, es gibt beispielsweise einen Amoklauf oder einen Terroranschlag.
die Killerspieldebatte, K-Spieldebatte, Entschuldigung. Vorsicht! Wieder, ja, wir wollen ja nochmal eingeladen keine, werden. Keine große Rolle mehr, aber beispielsweise, als jetzt die Attentate, die Terroranschläge in Paris waren, hat der Kriminologe Christian Pfeiffer gesagt, dass sich möglicherweise diese Terroristen vorher mit Computerspielen in die richtige Stimmung gebracht hätten. Das ist natürlich eine sehr, sehr steile These, aber gesetzt den Fall, wir hätten sozusagen so eine Art Amoklauf, es würde so ein Spiel gefunden werden und die Hardware dann könnte, also dann gehört, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen, dass eben so eine Diskussion zumindest wieder hereinbrechen könnte über uns, so wie damals am Stetten war das damals, weiß ich nicht mehr, ich glaube es war 2006 oder sowas. Ja. Der also nicht der ganze Höhepunkt, aber einer der Höhepunkte auch der K-Spiele-Debatte. So. Deshalb ist die Frage, was tun? Und das würden wir gerne mit euch diskutieren. Vorher sagen wir aber schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und noch ein kleiner Programmhinweis, es gibt bei ZDF Info die wunderbare Doku K-Spiele Teil 1, der Streit beginnt und K-Spiele Teil 2, der Streit eskaliert. Am 13. Mai ZDF Info einschalten oder in der Mediathek anschauen. Ich habe es schon gesehen, es lohnt sich. Und jetzt eure Fragen zum Thema. Hallo, ich bin der Björn. Hier hinten. Hallo. Ich fand es ganz spannend, der letzte Teil mit der VR, und zwar im Kontext zu der Killologic-Theorie, die ja besagt, dass quasi nicht der Spieler jetzt nicht zum Killer wird, aber er trainiert durchs Zielen, wird er quasi besser, weil er die Enthemmung zur realen Person, die quasi schwindet. Und meine Frage wäre ein bisschen, wie das mit den VR-Brillen ist, was ihr denkt, ob ihr habt das so gesehen, ein bisschen, dass es quasi eher ein bisschen zurückhaltender wird, aber wie jetzt ein Amokläufer, der quasi die Motivation hat, ob der besser wird oder eher davon abgehalten wird, den Amok auszuführen. War das verständlich? Ja, fangen wir mal an. Also es wird ja gerne so die Frage diskutiert, nach Amokläufen oder Terrorangriffen enthemmen Spiele oder kann man solche Spiele nutzen, um zu trainieren? Und dann fokussiert man sich oft drauf, ob das möglich ist oder nicht. Ich persönlich finde, das ist egal. Weil das ist nicht der Punkt. Ich kann mich ja auch, sagen wir mal, wenn ich auf ein Volksfest gehe, wo ich Luftgewehr schießen kann, kann ich auch das Schießen trainieren und niemand würde sagen, weil ich das Schießen am Luftgewehrstand trainiere, verbieten wir Luftgewehrschießen. Ich finde, das ist halt dann schade, wenn jemand mit einem Spiel oder auch einem VR-Spiel einen Amoklauf üben würde, ist das schade, aber die Kunst ist frei, ein Spiel ist halt auch eine Form der Kunst und dann muss die Gesellschaft das halt aushalten, dass es verschiedene Kunstformen gibt, die manche halt auch missbrauchen. Die Frage ist ja nicht, also die Leute machen ja keinen Amoklauf, weil es dieses Spiel gibt, sondern sie haben ja andere Motivationen dahinter und das Spiel und das Training für den Amoklauf steht ja dazwischen in einer langen Kette der Radikalisierung, wo ich viele Punkte habe, gesellschaftlich, wo ich ansetzen kann. Und da jetzt zu sagen, wir müssen am Spiel ansetzen, halte ich für eine falsche Debatte und eigentlich für eine Nebelbombe. Darf ich noch nennen? Und eine vielleicht muss man auch einfach auch sagen, dass diese Theorie einfach unglaublich umstritten ist. Also es gibt einfach einen Wissenschaftsstreit zu der Frage, welche Auswirkungen Computerspiele haben auf die Aggression. Es gibt Studien, Metastudien und es gibt sogar Metastudien zu den Metastudien. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch letztens vor einem Monat, glaube ich, kam die raus aus England, nämlich die erste vernünftige Studie zu der Frage, weil sie sich einfach beschäftigt hat damit, warum es eigentlich so schwer ist, eine Studie dazu zu machen.
Und das liegt nämlich daran, dass man feststellen kann, dass Leute, die solche Spiele spielen, also jetzt nicht VR, aber so normale Spiele, dass die ein bisschen ganz gering aggressiver sind, aber man kann nicht sagen, ob das jetzt am Spiel liegt, an der Darstellung, aber oder zum Beispiel auch daran, dass sie es gegeneinander spielen oder so E-Sports-mäßig und man da sowieso ein bisschen aggressiver wird, wie halt beim Fußball auch. Also sozusagen, es ist diese Ursache-Wirkung ist halt vernebelt und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da Korrelation nicht mit Kausalität verwechselt. Noch eine Nachfrage. Also Killogic, die basiert ja auf dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, mit Silhouetten, also wenig mit Killerspielen. Also sie sagt ja nur, dass quasi, wenn man auf menschliche Silhouetten schießt, dann erhöht das die Trefferquote in der Realität. Und wo ich eure Meinung wäre, oder wo ich spannend fand am Schluss, wo sie ein bisschen angedeutet haben, dass quasi die virtuelle Realität, Brille, noch eine nähere Nähe schafft, aber die dann quasi wiederum das ein bisschen eine Abschreckung ist. Und meine Frage wäre, ist eure Meinung, dass das eher, also dass das die Leute davon abhält oder dass es noch mehr die Trefferquote erhöht? Ich meine, vielleicht muss man das auch nicht so pauschal beantworten. Das, was man jetzt erleben kann in der virtuellen Realität, wie das auf einen wirkt. Das ist ja so ähnlich auch, wie wenn ich zum Beispiel Filme konsumiere. Es gibt Menschen, die sagen, Horrorfilme, da wird mir schlecht, ich kann mir das nicht anschauen. Und es gibt Leute, die schauen sich das sehr gerne an. Und wahrscheinlich wird es bei gewalthaltigen Spielen in der virtuellen Realität auch unterschiedliche Effekte auf unterschiedliche Menschen haben, sodass man das einfach nicht so über einen Kamm scheren kann. Ich glaube auch, also mir fällt es auch schwer zu beantworten, aber was man, glaube ich, definitiv sagen kann, ist, dass also diesen Waffensimulator, den es gibt für die HTC Vive, da ist es so, dass man tatsächlich mit so einem klackernden Geräusch Magazine einlegt in wirklich großkalibrige Waffen und dann wirklich an so einem Waffenstand steht. Und damit kriegt natürlich die ganze Argumentation, man könne mit Computerspielen Schießen trainieren, natürlich schon sehr viel mehr Plausibilität, als sie vorher hatte. Ich selber, ich habe noch nie eine reale Waffe abgefeuert, ich habe mir aber auch von Leuten sagen lassen, dass der Unterschied immer noch relativ groß kommt, ist aber natürlich dieses Argument, man kann Schießen trainieren, man kann das Töten trainieren, das wird definitiv über uns hereinbrechen. Da ist noch eine Frage hinten, da hinten in der Mitte. Danke, ich würde gerne das Thema wechseln. Ich fand das sehr spannend, dass ihr VR als das nächste große Ding angekündigt habt und ich bin mir da gar nicht so sicher. Erstmal, ich bezeichne mich eigentlich schon als Technik-Nerd und ich bin ziemlich underwhelmed auch bei dem, was ich hier sehe und ich frage mich ein bisschen, warum ich das bin. Entweder werde ich gerade sackalt und kann mir dabei zusehen oder aber wir haben das gesehen, die Wii mit dem Fuchtelsteuern und dann haben die Gamer gesagt, komm, gib mir den Controller, lass mir den Bildschirm, mach schön 4K, aber ansonsten lass mich in Ruhe. Wenn man sich die von HTC anguckt, das sind zwei Wiimotes, wenn man so will. Also die Frage stellt sich nach wie vor, ob der Gamer jetzt sagt, ach endlich, Mensch, eine zweite Wiimote, das war's. Die zweite Sache, die mich natürlich interessiert, ihr habt AR ein bisschen auseinander weggelassen. Also HoloLens fand ich wesentlich spannender. Wieder da hat mein Geek wieder angemacht und hat gesagt, wow, das ist geil, ich habe so eine Brille auf dem Kopf, zumal ja einige behaupten, AR ist nicht der Zusatz zum PC, AR ist der nächste PC, weil es reicht, dass ich die Brille habe, ich kann mit der alles machen. Und also da würde mich eure Meinung auch schon nochmal interessieren, also inwieweit ist dieser ewige Streit, braucht es mehr als den Controller und irgendeinen flachen Bildschirm? Und die zweite Sache ist, wie seht ihr eigentlich AR? Ich würde gerne mit der zweiten Frage anfangen, weil die ist tatsächlich spannend. Auch unter der K-Spiele-Debatte. Wir haben ja, es gibt ja dieses Spiel von Google, ne, wo man so Portale hacken muss, habe ich jetzt den Namen vergessen. Ingress. Wo sich ja dann reale Welt mit der Spielwelt vermischt und in den USA wurden auch schon mal Leute irgendwie verhaftet, weil da ein Typ irgendwie am Parkplatz rumstand,
irgendwie 8 Minuten und man wusste nicht genau, was der macht. Und der hat halt ein Portal gehackt bei Ingress, aber das fand man dann seltsam und dann hat man ihn halt mitgenommen. Und das ist natürlich, also da, das ist natürlich interessant, weil da sieht man, was passiert, wenn die reale Welt auf die Spielewelt trifft, wenn plötzlich die Stadt oder die reale Welt das Betriebssystem im Prinzip für das Spiel wird. Und es gibt natürlich schon selbstverständlich die Kickstarter-Aktionen, wo man dann mit dem Handy, mit dem Smartphone Leute abschießen kann in der Realität. Und wenn wir das sozusagen extrapolieren, sozusagen das, was dann bei Ingress schon an Verwirrung entsteht und jetzt tut man sozusagen noch mehr und bessere und vielleicht auch gewalthaltigere oder zumindest Abschießspiele in die reale Welt integrieren, dann glaube ich, wird das nochmal zu ganz neuen Diskussionen auch dann führen und zu noch mehr Verwirrung. Zu der ersten Frage mit VR, ich finde, dass die Einwände durchaus berechtigt sind. Ich glaube, hinzu kommt auch dieses Ding, also wenn man dann auf der Gamescom ist, dann sieht man da irgendwelche Leute mit diesen Brillen, aber man kann sich da natürlich, man kann es nur so anschauen, es ist wenig spektakulär, man muss es natürlich auch aufhaben und so weiter, die Hardware muss man dafür haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon, dass das ein großer Hit wird, aber vielleicht nicht mit den Spielen, die wir jetzt haben. Also das Problem ist ja immer, man hat halt das, was es gibt, man macht dann irgendwelche Achterbahnsimulatoren, man macht dann halt Weltraum, was funktioniert. Aber wir können ja nicht sagen, welche Spiele daraus kreiert werden in 3, 4 oder 5 Jahren. Und davon wird es abhängen. Software sells Hardware. Wenn da gute Ideen dabei sind, dann kann ich mir das vorstellen. Und das muss ja auch, also vielleicht kann man sich darauf einigen, dass man nicht sagt, es wird ein Riesenhype, aber es wird sozusagen sich so etablieren, dass es so ähnlich, wie es ja andere Peripheriegeräte auch gibt bei Computerspielen unterschiedlicher Art, dass es sich zumindest etabliert und einfach bleibt. Ja. Erstmal danke für den Vortrag und ich möchte wieder das Thema wechseln. Und zwar kleiner Kritikpunkt auch an eurem Vortrag, es geht in der Debatte immer viel um das, was dargestellt wird, es geht aber nicht um das, was man im Game Design den Feedback Loop nennt. Also die Dinge, die belohnt werden, die Ziele, die erreicht werden müssen oder so. Halt dich für überschätzt. Super Antwort auf die Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Bitte. Ja. Sollte sich die Debatte nicht viel eher um den Feedback-Loop der Games kümmern, statt um die bildliche Darstellung? Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Also wir haben natürlich einen Schwerpunkt gesetzt, muss man immer beides miteinander diskutieren. Also selbstverständlich ist die Frage, was triggert ein Spiel, welche Gefühle, also das geht ja dann sozusagen über die Actionspiele hinaus, ne? Also ein Strategiespiel wie, was weiß ich, Civilization, das natürlich eine besondere Spielweise belohnt und damit vielleicht eine, die vielleicht nicht die unbedingt beste ist, das ist natürlich immer was, was man immer diskutieren muss bei Spielen. Also ich habe bei Civilization gelernt, dass Atomkrieg nicht zum Ziel führt. Ja, bei dir hat es funktioniert, bei mir nicht, ich mache immer noch Atomkrieg. Genau. Weiß ich nicht, also ist eine spannende Frage, kann ich aber nicht so. Ich meine, du hast ja antworten. Die Frage gestellt, sollte die Debatte nicht so und so geführt werden? Das Problem an Debatten ist ja, dass es schwierig ist, normativ festzulegen, wie die Debatte geführt werden sollte, weil Debatten ja so ein gewisses Eigenleben haben und als die Karspieldebatte in den 2000er Jahren groß war, hatten wir die Problematik, Medien haben gedacht, gut, das ist jetzt ein Thema, da können sich viele empören. Da suche ich mir jetzt also Leute, die unterschiedliche Meinungen haben und gefunden haben sie sogenannte Experten wie Kriminologe Christian Pfeiffer, der eben gerne Videospielen Schuld gegeben hat. Und sie haben Politiker gefunden wie bayerische Innenminister zum Beispiel Günther Beckstein. Und es hat praktisch die Seite der Spieler, die das verteidigt haben, hat damals gefehlt.
Und die Debatte hat sich dann halt auch auf eine gewisse Art und Weise verselbstständigt. Man hat halt über das geredet, was in diesem Wechselspiel aus gegenseitigem Hochschaukeln in einer gewissen populistischen, sehr zugespitzten Art, alleine halt schon das K-Wort an sich, ja, war das ja nicht mehr sachlich. Die Frage ist, ob das in Zukunft anders ist. Ich glaube, dass Debatten auch in Zukunft nicht unbedingt sachlich sind. Der Unterschied von damals zu heute oder der Zukunft ist auf jeden Fall, dass es ja jetzt Verbände gibt, wo sich Spieler zusammengeschlossen haben, wo es auch eine Spieleindustrie gibt, die vielleicht mal was dazu sagt, wo man also die Pro-Spieler, Pro-Spiele-Seite auch abbilden kann als Medium. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Boulevardmedium bin und so eine Schlagzeile mache, dann habe ich immerhin immer jemand, der was dazu sagt. Der könnte dann im Endeffekt diesen Einwand bringen. Wir müssen eigentlich über solche Belohnungsloops auch reden. Aber ob das dann so durchdringt und ob das irgendwelche Schlagzeilen verhindert, bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall wird die Debatte anders verlaufen, weil halt Computerspiele auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Eine Frage können wir, glaube ich, noch nehmen. Ich muss dann nämlich gleich zum nächsten Panel, ich mache jetzt kurz einen Werbeblock, Stage 4 Meme Jeopardy, falls ihr noch nicht genug habt von mir. Und er macht auch, also Dave wird auch einen kleinen Gastauftritt haben. Aber jetzt die nächste Frage. Meine Frage wäre bei der ganzen Debatte um Virtual Reality da auch, inwieweit besteht die Gefahr, und das ist meine Sorge, dass experimentellere Spiele, ich bin großer Freund von The Last of Us oder jetzt kürzlich Firewatch gewesen, die ein bisschen in eine neuere Richtung gehen, dass da, ich sage jetzt mal nicht große oder kleine Studios, aber dass da große Budgets nicht mehr investiert werden. Was denkt ihr da, wie das in der nahen Zukunft da aussehen wird? Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob die Produktion eines VR-Spiels teurer ist in irgendeiner Art und Weise. Ich habe bisher den Eindruck, dass die Spiele bei VR sehr viel experimenteller sind als die, die man bisher kennt. Und wenn man sich anschaut, so da vorne sind ja diese zwei Leute, die oder der Wiedemann, Thorsten Wiedemann, der 48 Stunden in der virtuellen Realität zugebracht hat, und der hat das gemacht mit einer VR-Schamanin, die ihn dabei begleitet hat, und die macht zum Beispiel solche Indie-Spiele, und das offensichtlich passiert da schon eins was, und das, was wir ja gezeigt haben mit diesem Obdachlosen, geht ja genau in die Richtung. Aber da, also sozusagen die Ökonomie der Virtual Reality-Spiele, da kann ich wenig dazu sagen. Also mein Eindruck ist eher der, dass da jetzt sozusagen die große grafische Pracht gar nicht so gefragt ist, sondern eher sowas wie das Design und die Idee. Und wenn es um Design und Idee geht, dann hat man es eben dann mit etwas zu tun, was nicht so budgetintensiv ist, als jetzt halt im AAA-Markt, wo es halt irgendwie darum geht, wie viele Explosionen kann ich in Call of Duty bei 60 FPS pro Minute darstellen oder sowas. Ja, insofern, ich wäre da eher optimistisch. Gut, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass jetzt noch welche mitkommen, hier schön Stage 4 Meme Jeopardy spielen. Es gibt was zu gewinnen.